Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und hier ist er wieder, unser Walli. Walli vom Stein. Wir sind zurück in Pillars of Eternity. Wie versprochen, machen wir weiter. Die Geschichte des zweiten DLCs von The White March 2 wartet noch auf uns. Und nicht nur das, wir haben noch ein paar andere Sachen, die wir noch erledigen müssen. Ja, ich bin zurückgekehrt. Von unserem Endkampf. Wir sind jetzt in unserer eigenen Festung und ich habe mir überlegt, für die Reise in den Norden nehme ich einmal wieder Zahua mit. Dafür ist Palegina zu Hause geblieben und das ist die Truppe und die trauernde Mutter. Irgendwie habe ich Gefallen an ihr gefunden. Das ist die Truppe, mit der ich jetzt dort hinreisen will. Ja, und bevor wir das tun, ich habe auch noch ein bisschen Inventar mir angeguckt, ein bisschen aufgeräumt. Alles nochmal überprüft, ob es noch ein paar bessere Möglichkeiten gibt. Aber das ist jetzt alles nicht so sehr spannend. An den Bewaffnungen hat sich eigentlich kaum was verändert. Hier ein bisschen an Ringen und so weiter. Aber ich glaube, das sind Details, die jetzt nicht so sehr interessant sind. Was wir noch machen müssen, wir müssen für Sahua noch einen Levelaufstieg machen. Und hier werde ich mal Athletik steigern. Und ja, was nehmen wir für ihn? Reiz des Enigmas finde ich eigentlich auch ganz spannend, wenn er das auch hat. Da können wir einmal pro Begegnung nach 5 Sekunden im Kampf jemanden bezaubern. Ich darf es bloß immer nicht vergessen. Das ist etwas, was mir gerne passiert, aber ich mache das mal. Und jetzt haben wir ihn auch auf Level 14. Und wir können uns aufmachen in den Norden, aber... Ja, mit der Truppe wollen wir gehen. Bevor wir ganz in den Norden reisen, in die Weißmark, will ich hier nochmal an den Kreckhold-Klippen vorbeischauen. Ihr werdet euch erinnern, da haben wir noch eine Sache offen, nämlich Kanzelhauts Festung wird dort belagert von so einer Söldnertruppe. Und wir hatten hier schon mal versucht reinzukommen, waren aber an einem extrem harten Kampf gescheitert. Wir wollten nicht uns durch die Söldner durchkämpfen, sondern es irgendwie ein bisschen geschickt machen. Und seitlich durch so eine Höhle gehen und da warteten unfassbar fiese Geschöpfe auf uns. Und ich bin mal gespannt, ob wir jetzt in der Lage sind, diese zu besiegen. Wir sind ja nun deutlich besser geworden inzwischen. Mal schauen. Genau, so war es. Durch Söldnerlager sind wir nicht durchgegangen, aber hier hinten, in diese Höhle. Da sind wir hinein und das war sehr, sehr tödlich. Ich kann mich erinnern, es gab ganz viele... Ach Gott, jetzt kommt hier schon der erste Kampf. Wollen wir nicht schleichen? Doch. Wir konnten uns noch vorbei mogeln. Wir können ja auch mal schleichen, ist ja auch kein Problem. Schleichen wir uns eben hinten zur Höhle hin. Wer ist hier noch? Ein Söldner-Pyromant. Haben wir uns an dem auch vorbeigeschlichen? Oder ist der noch neu jetzt? Oder kämpft er jetzt mit uns? Der kämpft jetzt gleich mit uns. Okay. Na dann kämpfen wir auch mit ihm. Das sollte schnell gehen, aber da kommen gleich andere Söldner. Das geht ja schon gut los hier. Sehr geschickt gemacht. So, Zahua, du kannst eigentlich mal da weiter durchlaufen. Und Walli nimmt sich mal... Das sind alles Nahkämpfer, die werden jetzt alle näher kommen. Kein Problem. Oh ne, der hat sich daran gezaubert. Wie unangenehm. Eda, Gott... Haben wir überhaupt alles noch hier drauf? Zahua, geh mal ganz schnell zu dem da hinten hin. Du hast doch deinen guten Betäubungsschlag. Du machst einen Niederschlag. Und Walli macht doch lieber hier einen Arkanenangriff. Und dann wollen wir mal gucken. Uiuiuiuiui, das geht aber hier schon heftigst wieder los. So, aber das hat erstmal ganz gut geklappt. Hier hinten kommt noch ein Schütze. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Der knallt auch noch ordentlich rein. Was ist mit dem los? Ein Berserker. Den könnten wir eigentlich uns jetzt zu uns ziehen. Rein ins Getümmel. Walli hat nichts zu tun. Dann macht er einfach mal ein Duplikat, um sich ein bisschen zu schützen. Oh Gott, da kommen jetzt von allen Seiten welche. Was ist denn das? Müssen wir gleich mit dem gesamten Söldnerlager hier kämpfen? Dann können wir auch den Weg nehmen. Wenn wir das jetzt auf diese Art und Weise machen. Dann kämpfen wir uns eben nicht durch diese komischen Viecher, sondern sondern befreien auf die rustikale Art und Weise. Konzelhaut wäre auch eine Möglichkeit. Müssen wir bloß gucken, dass wir jetzt hier... Boah, aber das wird jetzt ganz schön fies.
Das wird ganz schön fies, habe ich das Gefühl. Können wir die ein oder anderen schon mal loswerden? Vielleicht... Nee, den haben wir noch nicht drauf. Hm. Leicht verletzt nur. Ach Mensch, was machen wir da? Ach, der ist schon erledigt. Sehr gut. Dann kann Itomak sich hier dem widmen. Und du machst auch mal eine markierte Beute. Okay, und... Der Berserker ist, glaube ich, sogar verzaubert. Das ist gut. Bannermänner zu den Waffen. Jetzt holt er echt alle seine Freunde heran. Na sowas. Itomar, kannst du dich nicht mal bewegen? Ach, der ist benommen. Für 23 Sekunden auch noch. Ist ja heftig. Na, dann wird es natürlich schwierig jetzt. Ohne Nahkämpfer dort. Können wir den Söldner... Ne, den können wir nicht Befehle geben. Na gut, dann müssen wir es irgendwie so probieren. Komm, einen von den beiden, den haust du jetzt mal weg hier, den betrunkenen Orlaner. Was ist mit Eder? Eder macht hier eine Vertreibung. Hm. Das gefällt mir nicht. Jetzt ist die arme, trauernde Mutter hier direkt betroffen. Das ist ganz doof. Da müssen wir was anderes machen. Wir werden den bezaubern. Wally versucht, ihn zu bezaubern. So. Oh Gott, da kommen immer mehr. Verdammte Axt, was haben wir uns hier vorgenommen? Kriegen wir das hin? So, die Bezauberung hat erstmal geklappt. Nee, er ist nur betäubt vorerst. Okay. Das heißt, die trauernde Mutter kann ein bisschen zurückgehen. Das ist in Ordnung. Unsere Nahkämpfer halten hoffentlich durch. Ja, Eder. Boah, Eder. Hat jetzt wahnsinnig viele Leute um sich. Macht mal Schutzstellung. Der kommt hier aber ungünstigerweise zu Wally. Das gefällt mir nicht. Mach doch mal deine Zauberung. Das war nicht schlecht, glaube ich. Der ist betäubt, aber immer noch nicht bezaubert. Hm, 17 Sekunden benommen. Uiuiui. Hauptsache, Eder hält durch. Durance wird jetzt angegangen. Auch schlecht. Kann der abhauen? Geh mal nochmal weg, Durance. Verdammt. Die werden auch noch geheilt, ey. Das gefällt mir nicht. Durance, kannst du mal ganz schnell hier... Wie schnell geht die Säule des Glaubens? Nicht so schnell. Die auch nicht so schnell. Ich würde ja gerne hier uns mal Skelette herzaubern, aber es dauert auch seine Zeit alles. So, Wally, dann kannst du die mal schnell betäuben. Er ist immer noch benommen. Der ist immerhin schon dem Tode nahe. Das ist gut, dann kann Zaua hier unten uns zu Hilfe kommen. Sehr schön, die Skelette kamen zum richtigen Moment. Wunderbar. Komm, erledige den jetzt mal bitte. So. Jawohl. Nee, ist immer noch nicht hin. 46 Schaden und immer noch nicht hin. Wahnsinn. Okay, ein Skelett ist schon wieder hinfort. So, da müssen wir jetzt mal ein bisschen dickere Methoden hier rausholen. Holen wir mal die Blitze raus. Durance, kannst du dich irgendwie lösen? Da machen wir eine Explosion der Sommerflamme. Ja, das nächste Skelett ist weg. Der ist verletzt. Der arme Durance. So, der ist zumindest umgehauen. Okay, jetzt kann Zahua kommen. Jetzt kann Zahua kommen. Und zwar direkt mit einem Betäubungsschlag gegen den hier. Sehr schnell, der gute Zahua. Oh, jetzt kam der Blitz. Das ist auch gut. Sehr schön. Sehr schön. So, wie sieht es aus mit Eder da oben? Der hält durch. Das ist gut. Dann mach mal einen Himmelstritt gegen den hier. Die sind jetzt erstmal betäubt. Itomak ist bewusstlos. Das ist schade. Ich dachte, der hält ein bisschen durch. Ah nee, der ist jetzt bezaubert. Nee, dann geh mal darüber. Und hau mal einen von den beiden einfach weg. Unser Garni gisst ein bisschen zurück. Müssen wir uns um Eder Sorgen machen? Unser Garni, komm, schieß. Eder, können wir irgendwas für dich tun?
Ja, mach doch jetzt mal eine Vertreibung. So, das war ganz gut. Direkt, müsste eigentlich auch direkt niedergestreckt sein. Zahua. Ja, haut hier ordentlich um sich. Der ist jetzt auf unserer Seite, der komische Söldnersoldat. Die schießen alle da auf Eder. Aber ich hoffe, er kommt klar. Hau doch den direkt nochmal um. Wally, was machst du denn? Du machst gar nichts. Mach nochmal hier so einen Blitz rein. Ja, sehr schön. Schwer verletzt. Die kommen jetzt da alle näher. Jawohl. Huhuhu, beide dem Tode nahe. Dann einfach bitte zuhauen. So. Jawohl. Weg. Sehr gut. Jetzt ist der dran. Eder, hältst du da noch durch? Eder hält noch gut durch. Sahua sieht eher ein bisschen angeschlagen aus. Aber der schafft das, oder? Er kann auch mal Reserven anzapfen. Der ist sicher. So, Wally hat schon wieder nichts vor. Dann machen wir mal eine nekrotische Lanze auf den Hexer hier. Und diesen Typen, den kannst du echt mal weghauen. Der nervt jetzt hier. Ja, immerhin auch dem Tode nahe. Jeder hält super durch. Fantastisch. Kannst du auch immer ein bisschen Entlastung schaffen, indem du mal wieder einen umhaust. Was macht Wally da? Wo läuft der denn bitte hin? Was soll das, Wally? Was tust du? Nee, laufen wir wieder zurück. Gut, schön, dass wir heilen. Das gefällt mir. Wobei Durance insgesamt nicht so gut aussieht. Wir könnten hier auch nochmal einen beherrschen. Aber eigentlich ist der wirklich gleich am Ende hier, dieser Typ. Komm, wir machen noch einmal Verbot, um hier was ein bisschen benommen zu machen. Verdammt! Durance! Durance ist bewusstlos. Wow, wir haben ja echt hier einen tollen Auftakt, muss ich mal sagen. So, komm. Hau den doch nochmal weg. Der will nicht kaputt gehen. Eder, bist du schwach hier? Zapf mal deine Reserven an. Oh, da heilt. Der muss sterben, der Hexer. Aber der stirbt nicht so schnell. Dem Tode nahe, aber immerhin versteinert. Das ist auch ganz gut. Jetzt ist er hinfort und Zahua hat nämlich diesen Unsichtbarkeitsumhang. Ich hoffe, das hilft jetzt, wenn er den gleich mal angeht. Eder ist wieder ganz guter Dinge. Wir legen jetzt hier einen nach dem anderen. Hohoho, habt ihr das gesehen? Wie cool der in die Luft fliegt. Sehr schön. So, den schieb mal weg, bitte. Nein. Auch dem Tode nahe. Aber ja, er ist bezaubert. Na toll. Dem Tode nahe und bezaubert. Das haben wir gern. So, Eder, gleich helfen wir dir. Gleich sind wir an deiner Seite. Jetzt kommen wir. Jetzt kommt die Hilfe. So, wir hauen hier nochmal einen Blitz rein. Und ihr beiden? Findet ihr keine Gegner? Nehmt die dort. Okay. Das läuft. Der greift den da hinten an, der Bezauberte. Das ist auch gut. Ich glaube, wir haben jetzt mal eben das gesamte Söldnerlager erledigt. Scheint mir so. Jawohl. Ja, so ist das, wenn man einen Plan hat. Manchmal läuft es eben doch ganz anders. Komm, den schmeißen wir jetzt auch nochmal in die Luft. Nur weil wir einen da irgendwie, ich weiß gar nicht, hätte man den komplett umschleichen können, der saß doch da echt mitten im Weg. Naja, brauchen wir nicht groß lamentieren, wir haben es jetzt geschafft.
Mit einiger Mühe, muss ich aber sagen. Mit einem bewusstlosen Durance ist die Schlacht geschlagen. So. Dann steht mal auf, ihr Lieben. Durance, bist du wieder da? Sieht mir so aus. So, mal gucken, ob jetzt hier noch... Oh, was haben wir hier noch? Ein... No, oh, sogar mit 9 Zaubersprüchen. Zitzals martialische Kraft gibt dem Wirker, boah, unglaublich viel. Aber er kann 45 Sekunden keine Zauber wirken. Das ist ja auch interessant. Wir lernen den auf jeden Fall mal. Wir haben ja den Anspruch, hier alles zu lernen, was möglich ist. Und das ist auch neu. Zitzals Seelenlanze. Ah, eine Waffe beschwören. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt wichtig. Wir haben selbst gute Nahkampfwaffen. Aber der Vollständigkeit halber wollen wir das natürlich haben. So, was haben wir noch hier? Habe ich den restlichen Kram? Den habe ich jetzt liegen gelassen, ne? Noch mehr Essenzblätter. Zauberbuch der Elemente, auch was Neues dabei. Flammenstrom. 4 Meter Radius vom Wirker aus. Also um ihn herum. Mit allen Einheiten. Ja, das ist auch sowas, was ich nicht ganz so gerne mache. Ist schwer zu koordinieren. Aber so, was haben wir hier? Außergewöhnliche Sachen. Nichts Besonderes, nehmen wir alles mit. Und hier hinten, warum wir es nicht vergessen. Außergewöhnliche Geschichten. Oh, und ein Schlüssel des Orlanes. Was haben wir hier noch? Rieselschwamm. Na gut. Alles eingesackt. Okay. Warum leuchtet da beim Orlaner? Warum leuchtet dessen Hand so? Orlaner sind manchmal merkwürdig, wie wir wissen. Na gut, dann durchsuchen wir mal das Söldnercamp, würde ich sagen, wo wir jetzt hier schon alle platt gemacht haben. Ungeplanterweise nutzen wir die Gelegenheit. Vielleicht rasten wir sogar. Weil unseren Leuten geht es jetzt auch nicht allzu gut. So. Das ist nur Kram, den wir einstecken. Wie ist denn überhaupt hier so die Gesamtsituation? Okay, das scheint hier so ein bisschen das Söldnerlager zu sein. Ah, hier gibt es noch einzelne Überlebende. Oh, der springt auch direkt hoch. Einzelne sind doch noch ein paar mehr, aber nicht ganz so viele. Das sollte eigentlich jetzt kein Problem sein. Die erlegen wir auf jeden Fall auch. Oh, da kommen... Verdammte Axt. Vielleicht hätte ich doch einfach weitergehen sollen. Was habe ich hier getan? Der nächste große Kampf? Ich weiß es nicht. Na los. Die da hinten feuern. Da machen wir jetzt mal Folgendes. Wir werden mal einen verzögerten Feuerball hier hinten hinknallen. Gucken, ob das was bringt. Die kommen allerdings jetzt näher. Das ist ungünstig. Jetzt bleiben sie stehen. Sehr gut. So, jetzt... Dürfen die da nicht weggehen? Die müssen da noch ein bisschen bleiben. Und dann wird es richtig bitter für die. Einen Blitz hauen wir noch rein. Komm, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, Junge. Gleich kommt der Feuerball. Achte drauf, Leute. Jetzt! Wow. Hat er schön Schaden gemacht? Nee, gar nicht. Was ist das denn bitte? Wieso hat er keinen... Ich fasse es nicht. Der eine hat es nur erwischt. Ich finde es... unerhört. Dann setzen wir nochmal einen konventionellen Feuerball da rein. War das besser? Ja, irgendwie ja, ne? Ach ja. So. Oh, oh, oh. Was ist mit Walli? Walli wird der Arme, der wird gedrängt. Er soll doch da nicht... Walli ist total am Ende. Was passiert hier, Leute? Können wir uns irgendwie schnell retten? Vielleicht nochmal Reserven. Also, könnte schwierig werden. Oh, oh, oh. Walli, Walli, Walli. Hau da mal bitte ab. Bist du unsichtbar? Nee, du bist nicht unsichtbar. Du bist bewusstlos. Wahnsinn. Na gut. Dann eben anders. Dann eben ohne Walli. Das geht hier alles durcheinander. Man merkt, ich habe das ein Weilchen nicht mehr praktiziert hier.
So, du bist betäubt. Dich will ich eigentlich gerne wegstoßen. Aber das hat nicht geklappt. Dann betäube ich dich auch nochmal. Der kämpft jetzt auf unserer Seite. Das ist gut. Sehr schön. Die Betäubung hat auch funktioniert. Wunderbar. Dann hauen wir dich mal in die Luft. Super. Der ist erledigt. Fliegt jetzt nochmal in die Luft. Perfekt. Währenddessen kümmert sich Eder um die da hinten. Das ist schon sehr in Ordnung. Genau, er kann hier nochmal tanzen mit Blitzen. Hm? Was Feines. Jawohl. So, komm jetzt. Hier habt ihr noch einen. Der ist schon wieder Truppe nahe und sollte schnell erledigt sein. So, und jetzt kommen noch die beiden anderen. Und dann kann Wally hoffentlich wieder aufstehen. Ärmste. Jawohl. Ach ja. Ach ja, also wir müssen auf jeden Fall rasten. Können hier noch so viele sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich ein bisschen vorsichtiger hier durchmarschieren. Ich hätte jetzt echt erwartet, dass wir hier diese Belagerer erledigt haben, aber nochmal sehen. Das ging jetzt doch ein bisschen einfacher. Ich behaupte mal, zumindest den Großteil haben wir bestimmt jetzt erledigt. Also wenn wir jetzt schon mal angefangen haben mit dieser Holzsammelmethode, dann sollten wir sie, glaube ich, auch fortsetzen und einfach auf die brutale Art und Weise die Belagerung beenden. Das findet vielleicht auch Konzelhaut ganz cool, wenn wir ihn von diesem Problem beseitigt haben, anstatt dass wir hier von hinten uns reinschleichen. Vielleicht fände er das auch nicht so nett. Insofern, ja, setzen wir das fort. Das nächste Mal willkommen zurück bei Pillars of Eternity. Also bis dann, macht's gut. Euer Steinwallen.